Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, ich bin im Stall und heute gibt es für euch das Stallrundgang-Video, was ja auch sehr häufig angefragt wurde von euch, dass ich euch einfach nochmal so einen Überblick hier über alles gebe. Jetzt, wo wir hier im neuen Stall seit 3 Wochen, vier Wochen sind es jetzt, glaube ich, schon stehen. Ja, wollte ich euch jetzt einfach mal ein bisschen mitnehmen und euch hier mal so einen kleinen Rundflug machen. Jetzt nutze ich die Zeit nämlich aus, wo noch nicht so viele Leute da sind, wo ich einfach ein bisschen die Möglichkeit habe, was zu filmen. Und deswegen quatsche ich auch gar nicht so lange, sondern ich drehe jetzt direkt die Kamera und nehme euch einfach mit. Ohne groß dieses Video zu schneiden, versuche ich einfach euch mal komplett hier einen Rundgang mitzunehmen und erzähle einfach im Hintergrund was dazu. Also ihr seht jetzt quasi den Stall und hört mich im Hintergrund einfach ein bisschen dazu was reden. Ja, so der Plan und wir starten jetzt mal direkt hier vor der Stallgasse. Ja, und zwar befinden wir uns hier auch schon auf der Hofeinfahrt. Hier ist quasi die Haupthofeinfahrt und hier ist auch schon die Stallgasse, wo der Diamiro steht. Wir haben hier direkt auch eine Toilette für uns Menschen, was auch sehr praktisch ist. Und wir fangen auch direkt mal hier vorne an. Hier ist nämlich die Futterküche. Das heißt, wir haben hier alles sehr dicht beieinander. Die Tür muss gerade im Moment zu bleiben, weil. Oh, warum ist das jetzt hier so dunkel? Ach, jetzt. Die muss gerade zu bleiben, weil da Katzen drin sind, die da drin bleiben sollen. Aber hier ist auf jeden Fall unsere Futterküche. Ich habe auch gerade schon hier das Mesh vom Diamiro gemacht. Das hier ist unsere Ecke. Diese drei und dieser Tower hier, das ist alles von uns. Finde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr geil, dass ich jetzt das Futter wieder hier lagern kann und nicht mehr daheim im Keller. Also, das ist auf jeden Fall auch richtig, richtig gut. Ja, und dann gehen wir wieder raus. Und ich zeige euch noch mal kurz die Stallgasse. Die habt ihr ja jetzt eigentlich schon ein paar Mal gesehen, aber ich zeige es euch einfach noch mal. Da gehen wir jetzt einfach mal hier rein. Jetzt wieder ein bisschen heller machen. Und das hier ist ja Diamiros Box. Die wurde auch heute Morgen schon schön gemistet, seht ihr ja. Ich habe hier auch schon sein Futter und alles fertig gemacht. Da sind wir ja selbst dafür verantwortlich, für das Heu jeden Tag in die Box zu machen. Und am Wochenende wird auch selbst gemistet. Unter der Woche wird es gemacht. Und dazu hatte ich, glaube ich, aber auch schon mal was im letzten Video gesagt, wie das hier so geplant, also wie das hier so gemacht wird. Wir haben hier auch noch einen Putzplatz mit Solarium und ich gehe jetzt einfach mal hier, also hier seht ihr ja die Stallgasse, wo Diamiro steht, und ich gehe jetzt mal hier rein. Hier drinne ist nämlich noch mein Spind, den zeige ich euch jetzt auch. Hier kommt man übrigens wieder rein in die Futterküche und hier befindet sich dann mein Schrank. Genau, also es sind alles relativ kurze Wege jetzt, wenn wir hier vorne in der Stallgasse stehen. Hier sind ja auch noch ein paar Boxen mit Paddocks jetzt hinten dran. Und da gibt es ja dann auch solche Nachrückerlisten, dass wenn man irgendwann, wenn eine Paddockbox frei wird, dann kann man halt nachrücken. Jetzt haben wir aktuell ja noch die Innenbox, aber irgendwann ist es natürlich auch der Plan, dass Diamiro eine Paddockbox bekommt. Jetzt zeige ich euch gerade nochmal kurz, hier hinten ist noch mein Sattel. Und dann müssen wir wirklich hier raus, weil die GEMA-Musik sonst hier mir einen Strich durch die Rechnung macht. Da ist mein Dressursattel, da hinten mein Springsattel und der Longiergurt ist noch oben drüber, sodass ich einfach im Spind mehr Platz habe. Genau, und so ist hier alles untergebracht. Ich kann euch ja gerade noch mal kurz den Spind aufmachen. Dann seht ihr den auch noch mal von innen. Das interessiert ja immer ein paar von euch, wie ich den so aufgebaut habe. Aber das habe ich euch ja eigentlich jetzt schon ein paar Mal in den Videos gezeigt. Also aktuell sieht mein Spind so aus. Nichts Spektakuläres an und für sich. Und wie gesagt, dadurch, dass die Sättel nicht drin sind, haben wir da auch echt unheimlich viel Platz. Diese zwei Pressspanblätter haben, Bretter haben wir uns noch zusätzlich reingemacht. Ansonsten war der Spind so, wie er jetzt ist. Hier habe ich jetzt die ganzen Magic Tech Stirnriemen an so einem Metallbrett. Dann habe ich hier an einem Metallbrett, an einer Metallplatte. Dann habe ich hier meine Helme. Da hinten drin ist auch noch Lillys Helm. Hier oben ist so ein bisschen allerlei Krimskram, so ein Lederpflege und so weiter. Schabracken, Bandagen, Gamaschen, meine Reitstiefel, Mamas Reitstiefel. Dann haben wir hier noch ein bisschen Handschuhe. Ja, hier die Trensen und Sporen. Und hier außen am Schrank habe ich noch so ein bisschen Halfter und Longier-Equipment plus die Glocken. Und das war es dann eigentlich auch schon. Hier nebendran noch die Gärten und ja, das war es eigentlich auch schon zu meinem Spind. Wie gesagt, Sättel, habt ihr ja gesehen, stehen ja gesondert. Und ich würde sagen, wir gehen mal weiter. So, jetzt bin ich hinten aus der Stallgasse rausgegangen. Dann haben wir hier direkt auch noch eine Stallgasse mit Paddocks. Und hier sind Fensterboxen. Also die Stallgasse, wo Diamiro jetzt aktuell noch steht, ist die einzige, wo es noch Innenboxen gibt. Ansonsten gibt es eigentlich nur Paddockboxen hier und halt noch ein paar Fensterboxen. Und wie gesagt, da kann man dann intern immer nachrücken. Hier sind noch solche Einzelpaddocks für die Pferde, die vielleicht gerade verletzt sind oder irgendwie nicht in der Herde stehen dürfen, sollen, was auch immer. Oder für ein paar ältere Pferde,
Pferde ist hier immer Platz, also haben wir hier auch die Möglichkeit, dass die Pferde hier ein bisschen quasi separiert stehen, aber trotzdem halt nie alleine, weil immer jemand drumherum ist. Haben hier auch dann Wasser und Heu. Und hier ist auch schon der Aktivstall von den Stuten hier vorne direkt. Da haben wir eine Stutengruppe, die stehen wie gesagt dann hier. Und genau, also wir haben hier so mehrere Stallgassen über den Hof verteilt, was ich eigentlich auch ganz schön finde, weil man, also das verteilt sich dann dadurch hier sehr, sehr gut im Stall und es ist nie so geballt alles auf einem Haufen. Hier hat man dann auch die Möglichkeit, die Pferde draußen anzubinden. Hier ist das Heu, hier kann man das Heu für die Pferde fertig machen und ich sag's euch, dieses Teil hier rettet mir mein Leben, weil ich hasse es, Heunetze zu stopfen. Aber wenn man das Heunetz darüber spannt, da geht es um Welten leichter. Also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, schafft euch so ein Ding an, wenn ihr das auch nicht leiden könnt. Ja, hier ist der Misthaufen und jetzt gehen wir mal weiter in diese Richtung. So, dann laufen wir mal weiter. Also hier habe ich eben schon gesagt, hier sind noch ein paar Fensterboxen. Hier können die Pferde schön auf den Hof gucken. Dann haben wir hier noch eine kleine Halle mit solchen Teppichbodenschnipseln. Das ist die Longier- und Bodenarbeitshalle. Im Prinzip kann man hier auch mal reiten, aber da muss man sich dann, es gibt so, wir haben so einen Online-Reithallenplaner, wo man sich halt eintragen kann, wenn man hier irgendwie eine Bodenarbeitsstunde machen will oder sonstiges. Aber wenn man jetzt einfach nur rein mal kurz hier möchte, um zu longieren oder sonst irgendwas, da spricht man sich dann halt einfach ab. Es ist wirklich nur, wenn man irgendwie einen Trainer dabei hat oder wirklich irgendeine Bodenarbeitseinheit hier plant mit Unterricht, dann muss man sich eintragen. Ansonsten kann man das einfach frei nutzen und dann spricht man sich ab, ne? Wie lange brauchst du noch? Okay, ich melde mich nach dir an. Okay, so ist das gehandhabt hier. Genau, auf jeden Fall finde ich das ganz cool, dass es kein reiner Longierzirkel ist, weil man einfach die Möglichkeit hat, die Pferde auch mal ein Stück geradeaus gehen zu lassen, mal ein bisschen größere Kreise ziehen zu lassen. Also das finde ich auf jeden Fall richtig cool und man hat natürlich auch ein Dach über dem Kopf, wenn es mal blödes Wetter ist und man will longieren. Genau, und da ist direkt noch hinten dran das Heu- und Strohlager. Dann gehen wir direkt weiter und werfen mal einen Blick in die Reithalle, die auch noch nicht allzu alt ist. Die ist auch noch schön neu. Und da werfen wir jetzt auch mal gleich noch einen Blick rein. Dann mache ich jetzt gleich mal hier die kleine Tür auf. Und die ist übrigens 20 x 40 Meter. Dann kommen wir jetzt gleich mal rein. Mal gucken, ob jemand drin ist, aber wahrscheinlich nicht, wenn die Tür zu ist. Genau, auf jeden Fall haben wir hier auch ein super Reitboden und wie gesagt 20 x 40 Meter reicht auch vollkommen aus für die schlechteren Tage, wenn man wirklich mal drinnen reiten muss, weil ich bin ja sowieso so ein Mensch, ich gehe immer raus, wenn es irgendwie geht, raus. Und Halle ist bei mir wirklich nur der Notgroschen, sage ich mal, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Aber man hat auf jeden Fall eine Reithalle, wenn man sie mal braucht. Genau, hier haben wir noch solche Fangständer und Cavalettis. Da sind die Stangen. Ja, also hier haben wir auch auf jeden Fall genügend Material da, wenn man sowas mal machen möchte. Und diese Tribüne finde ich ganz toll, weil man auch mal oben ein bisschen besser gucken kann. Und für was sie aber auch eigentlich noch gedacht ist, wir haben hier auch therapeutisches Reiten. Einfach auch, dass die dass mit Rollstühlen zum Beispiel auch hier hochgefahren werden kann, dass man einfach besser auf die Pferde drauf kommt und so weiter. Finde ich auf jeden Fall auch eine ganz tolle Sache, dass sowas hier angeboten wird. Und da wird sich hier wirklich ganz viel Mühe gegeben. Hier gibt es echt viel für Kinder und so. Also da finde ich auch ganz toll, was hier alles so gemacht wird für die Kinder und auch wie gesagt für teilweise behinderte Kinder, therapeutisches Reiten und so weiter. Da wird sich hier wirklich sehr viel Mühe gegeben. Und das finde ich auf jeden Fall auch richtig toll. Also gerade auch für unsere Mädels ist es natürlich auch mal schön irgendwann, wenn hier mehr Kinder rumspringen, dann finden sie vielleicht auch hier mal ein bisschen Anschluss und so weiter. Das ist immer, ich erinnere mich da immer an meine Kindheit und Stallzeit zurück. Ich fand das immer so toll, wenn man viel Zeit am Stall verbracht hat und mit den anderen Kindern zusammen da gespielt hat oder wenn da mal irgendwelche Stallfeste waren und so. Ich fand das immer total toll. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen auch mal hier nochmal reinschauen. Muss nur gucken, was ich da jetzt so filmen kann. Ich will jetzt nicht so die Stallschilder von den ganzen Pferden hier filmen, weil da natürlich auch private Daten draufstehen. Das hier ist auf jeden Fall die neueste Stallgasse, die neu gebaut wurde. Wir gehen gleich nochmal auf die andere Seite. Und das ist auch so mein Traum, hier mal mit Diamiro reinzukommen, wenn hier was frei wird. Da können wir aber mal hier noch einen Schwenk machen. Hier sind ja noch die Paddocks dran. Und wie ihr seht, da ist zum Beispiel noch so ein einzelner Paddockstall, da ist noch ein Paddockstall. Also es sind immer so kleine Stallgassen, wo man dann auch so ein bisschen familiär da in seiner eigenen Stallgasse ist, finde ich auf jeden Fall auch sehr süß. Hier genau sind die neuen Paddocks von außen.
Wir haben auch hier außen Türen dran, dass man auch die Pferde von so rausholen kann. Also ich finde das echt eine total tolle Sache, dass diese Stallgassen hier so ein bisschen verteilt sind. Wie gesagt, dass nicht alles geballt aufeinander hängt. Wir gehen dann auch gleich nochmal davor. Aber jetzt, hallo, hallo, na, willst du auch aufs Video? Wir haben hier so hübsche Katzen, also die ist eine schöner wie die andere. Ja, auf jeden Fall, hier ist nochmal die neue Stallgasse. Da haben wir auch hier Putzplätze, Solarium, Waschbecken. Hier hinten dran ist dann die Sattelkammer, wo die ganzen Spinde von der Stallgasse hier sind oder auch von Nachbarstallgassen sind da, glaube ich, teilweise welche dabei. Ja, und hier nochmal der Blick auf die neue Stallgasse. Richtig schön auf jeden Fall. Ich finde es total toll. Hier ist auch noch ein Abspritzplatz. Und jetzt überlege ich gerade, gehen wir jetzt erst da lang oder erst da lang? Ich glaube, wir gehen erstmal hier lang, weil jetzt sind wir gerade hier. Wir haben ja hier auch was ganz Neues, was jetzt erst vor 2 Wochen, glaube ich, eingeweiht wurde, und zwar die Führanlage. Hier haben wir übrigens auch noch einen Abspritzplatz, da gehe ich meistens mit Diamiro hin. Die Paddocks wurden auch erneuert, als hier quasi der Weg erneuert wurde. Das heißt, die Boxen da hinten dran sind zwar noch die alten in Anführungszeichen, aber die Paddocks wurden neu und größer gemacht. Finde ich auch total schön, hier mit den Bäumen da integriert, dass die erhalten geblieben sind. Und ja, hier die Wege wurden dann im gleichen Atemzug neu gemacht, wo die Führanlage neu gemacht wurde. Und wie gesagt, die wurde jetzt vor 2 Wochen auch erst eingeweiht und in Betrieb genommen. Also die ist wirklich noch niegelnagelneu. Und das kennt ja der Diamiro auch noch aus unserem ganz alten Stall. Also so sieht die Führanlage hier aus. Und die funktioniert auch genauso wie die alte. Ich finde das auch wirklich so wunderschön hier mit den ganzen Bäumen und diese, wie gesagt, diese vereinzelte Stallgassen überall. Also da, wenn die jetzt anfangen schön zu blühen, das sieht bestimmt so schön aus. Und da hinten haben wir noch einen Sandpaddock, da kann man laufen lassen, auch longieren, Pferde wälzen lassen, Bodenarbeit mal machen oder solche Dinge. Dafür ist das Paddock auch noch da, genau. Hier nochmal der Blick von der anderen Seite, da ist die Stallgasse, wo die Amiro steht. Wir sind jetzt quasi da hinten eben rumgelaufen und jetzt sind wir hier quasi auf der anderen Seite und laufen jetzt mal nach da hinten. Also es gibt hier auch so schöne Eckchen und hier hinten dran sind auch direkt die Koppeln. Also wirklich richtig, richtig schön. Und ich habe auch gerade wirklich das perfekte Wetter für dieses Video, weil dann natürlich alles noch mal schöner aussieht, wenn es so ein Wetter ist. Aber ja, ich liebe es einfach. Es ist so schön und auch dieses Konzept ist so toll. Aber dazu sage ich dann auch gleich noch mal am Ende, wenn wir hier durch sind, noch mal ein paar Worte. Jetzt laufen wir erstmal bis da hinten hin. Jetzt sind wir wieder hier hinten an der Reithalle, wo wir ja eben gerade drinne waren. Und dann kommen wir hier hinten auch schon zu den Aktivstellen. Da haben wir ja 2 Wallachgruppen. Die Stuten sind ja vorne, habt ihr ja schon gesehen. Und hier haben wir 2 Gruppen A, 10 Pferde sind es, glaube ich, pro Gruppe. Und da hinten ist auch noch ein Dressurplatz, der 20x60 ist. Also ideal auch für Turnierreiter, die mal auf dem großen Viereck üben müssen. Haben auch sowohl hier die kleine Abmessung, die 20x40, als auch die 20x60 Möglichkeit. Und was ich da auch richtig klasse finde, ist, dass wir hier Flutlicht draußen haben. Das heißt, wenn es mal doch früher dunkel ist, das Wetter aber einfach noch entsprechend gut ist, kann man trotzdem auch hier noch reiten. Also richtig toll. Hier haben wir auch noch Sitzmöglichkeiten und ein bisschen Cavalettis. Und der Platz wird hier auch wirklich immer jeden Tag gefahren. Und da ich meistens morgens da bin, habe ich immer das Glück, dass es ein frisch abgezogener Platz ist. Also richtig cool. Und ja, ist auch mit der Umrandung total schön gemacht und gepflegt, ja, toller Boden auf jeden Fall, also der ist auch echt richtig, richtig top. Und ja, somit wären wir eigentlich auch schon am Ende des Stallrundgangs. Hier sind, wie gesagt, die Aktivstelle, wo der Diamiro ja auch steht. Der steht hier auf der Seite bei der Gruppe. Da hinten hat man noch die Möglichkeit, diese Tore zuzumachen als Integrationsbox dann eben. Da stand der Diamiro am Anfang ja auch drin. Und dann erzähle ich jetzt noch mal ein bisschen was hier zum Konzept in Anführungszeichen. Dafür suche ich mir jetzt mal noch gleich ein Plätzchen. Zeige euch aber gerade mal noch hier den ganzen Stall. Also wir haben hier zwei Heuraufen sozusagen. Hier steht übrigens gerade der Diamiro mit seinem Kumpel, mit dem Tino. Da hinten das Grüne ist übrigens die Tränke, und deswegen laufe ich gerade hier noch mal nach hinten, wollte ich euch noch zeigen, ist die Haferstation, die ja eigentlich identisch mit der aus dem alten Stall ist, die Diamiro ja eigentlich auch schon so kennt. Genau, und über die Haferstation geht es dann auch wieder raus auf die Koppel. So, genau, das war's.
Das war unser Stall. Das ist der Stallrundgang gewesen. Und wie gesagt, ich setze mich jetzt noch mal kurz da vorne in den Schatten, damit ich nicht so gegen die Sonne gucke. Und dann erzähle ich euch noch mal ein, zwei Sachen hier zum Stall generell, wie hier so das ein oder andere gehandhabt wird, wie hier so das Konzept ist und so weiter. Aber dazu sehen wir uns gleich. So, ich habe mich jetzt hier noch mal kurz ein bisschen in den Schatten gesetzt, damit ich, wie gesagt, nicht so in die Sonne gucken muss. Habt ihr hier im Hintergrund auch eine schöne Aussicht. Ihr habt den Blick auf den Aktivstall. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Also, ihr habt jetzt den Stall ein bisschen gesehen. Ihr habt jetzt mal so einen Rundumblick bekommen über alles, wie, was, wo, wie weit auseinander die ganzen Sachen so sind, dass man mal irgendwie so einen Eindruck bekommt. Das war, glaube ich, aus den letzten Videos so ein bisschen schwer rauszusehen, wenn man irgendwie immer nur den Bruchteil quasi von einer Stelle gesehen hat. Und wir sind auch echt richtig happy. Also Diamio hat sich mittlerweile wirklich richtig gut eingelebt, nachdem er in der ersten Woche nochmal so ein kleines, da hatten wir ja so ein bisschen Sorge, weil er ja da so eine Strohverstopfung hatte, also so, ja, so eine Art Kolik hatte. Es war zum Glück noch nicht allzu schlimm und wir haben das Ganze wieder schnell und gut in den Griff bekommen. Und seitdem war eigentlich auch nichts mehr. Das hat uns noch mal so kurz ein bisschen Sorge gemacht. Aber an und für sich hat er sich echt schnell und sehr gut und unkompliziert auch hier wieder eingelebt, was mich natürlich sehr, sehr freut. Und ja, zum Konzept. Also es ist eigentlich im Prinzip ja ähnlich wie aus unserem alten Stall. Nur dass der alte Stall war ja quasi 24/7 Aktivstall. Also da gab es ja keine Boxen oder sonstiges. Da standen die ja wirklich 24/7 in der Herde. Hier ist es jetzt so, und das war ja auch der Grund unseres Wechsels, dass es über Nacht Boxen gibt. Das heißt, die Pferde stehen tagsüber den ganzen Tag hier im Aktivstall und kommen dann abends wieder rein in die Box und bleiben da über Nacht und kommen morgens früh quasi wieder hier raus. So dass sie einfach über Nacht einen Rückzugsort haben, wo sie sich mal ein bisschen, wo sie sich zurückziehen können, wo sie zur Ruhe kommen können, mal in Ruhe alleine noch ihr Futter essen können, also ihr Heu, was auch immer man da halt dann vorbereitet. Das kann man ja, egal wann man im Stall ist, schon vorbereiten. Und wenn die abends reinkommen, können sie das dann eben fressen. Egal, ob man da auch noch Zusatzfutterchen hat, was ich natürlich auch wiederum auch einen Vorteil finde, dass man einfach wieder eine Box hat, wo man das alles vorbereiten kann und das Pferd kann es fressen, wenn es dann halt reinkommt abends. Zum Beispiel auch ganz, ganz gut mit so einer Tablette, wie beim Diamiro durch das Cushing bekommt er ja jeden Tag eine Tablette. Aktuell ist es ein bisschen schwierig, weil er sie nicht zuverlässig irgendwie in seinem Futter mit isst. Aber an und für sich hat man ja die Möglichkeit, die Tablette in den Trog mit reinzuwerfen. Der hat sonst früher eigentlich immer so zuerst seine Karotten und sowas gegessen. Und wenn wir das dann da reingestopft haben, wussten wir eigentlich direkt, dass er es auch frisst. Aber hier ist es natürlich jetzt so ein bisschen ein Problem in Anführungszeichen, weil wir halt einfach nicht sicher sein können, wann er es frisst, ob er es frisst. Deswegen müssen wir da so ein bisschen schauen. Aber an und für sich ist es eigentlich ja kein Problem, wenn man wieder einen Futterdruck hat, wo man was vorbereiten kann. Und die kommen ja immer ungefähr um die gleiche Uhrzeit abends rein. Genau, also das ist so quasi der Unterschied zum alten Stall, dass man hier eben die Möglichkeit einer Box hat. Auch wenn die Pferde mal krank sind, Boxenruhe brauchen, dann ist es natürlich auch ein Vorteil, dass man sagen kann, okay, das Pferd bleibt mal in der Box. Gibt ja diverse Gründe, warum das vielleicht mal so sein könnte, aber an und für sich stehen die tagsüber hier zusammen draußen. Genau, und die Station habt ihr ja gerade gesehen, also die Heustationen sind ein bisschen anders als im Aktivstall, wo wir herkommen. Die sind jetzt nicht in diesen Automaten wie die Haferstation. Das war ja im alten Stall so, dass die quasi auch war wie die Haferstation, die Heustation, dass die Pferde da drinnen quasi auch Heu fressen konnten, aber auch über das Tor, was geschwenkt ist, dann an die Heuraufen dran gekommen sind. Hier haben wir jetzt komplett nur die Heuraufen, die fahren aber auch ab und zu mal zu. Das heißt, die haben dann Zugang dazu die ganze Zeit, aber irgendwann fahren die einfach hoch und die Pferde können dann erstmal eine Zeit lang nichts mehr fressen. Dass die einfach nicht die ganze Zeit über, wo sie hier stehen, nur durchgängig am Fressen sind. Das will man halt vermeiden, dass die sich den Bauch da nicht den ganzen Tag vollhauen, sondern dass es zwischendurch auch einfach mal eine Fresspause gibt. Deswegen werden die ab und zu dann einfach mal für eine Zeit hochgefahren. Das ist der Unterschied zum alten Stall. Die Haferstation ist aber die komplett gleiche. Das ist identisch mit dem alten Stall. Auch der Chip, den haben wir umprogrammieren können, den der Diamiro ja im Hals hat. Allerdings ist es so, dass die Stationen immer verschieden auslösen an verschiedenen Stellen. Und deswegen ist es hier irgendwie nicht, also hier funktioniert es leider nicht mit seinem Chip. Und deswegen hat er auch dieses Fußbändchen, diese Fußfessel, wie ich immer sage, damit, das ist quasi sein Transponder und damit bekommt er dann seine Haferration über den Tag verteilt. Was genau auch wie im alten Stall ist, ist, dass es über die Haferstation dann eben auf die Koppeln geht. Da schwenkt dann eben auch so ein Tor um, wenn die Koppeln dann jetzt bald aufgehen. Und über die Station kommen die Pferde dann eben auch auf die Koppel oder wenn sie es nicht dürfen, dann schwenkt das Tor halt nicht um
und dann kommen sie wieder zurück in den Stall. Also das kennt er ja quasi von unserem alten Stall. So, jetzt musste ich doch mal aufstehen. Mir schlafen die Beine ein, weil ich hier die ganze Zeit nur so auf dem Boden gehockt habe. Und ja, deswegen muss ich kurz aufstehen. Mir schläft alles ein. Aber ich glaube, ich habe eigentlich auch schon so ziemlich alles zum Stall und zum Konzept erzählt, was es zu erzählen gibt. Also falls ihr da noch irgendwie Fragen habt, dürft ihr die natürlich gerne auch in den Kommentaren stellen. Dann versuche ich die einfach im nächsten Video oder hier in den Kommentaren ein bisschen zu beantworten. Aber wir sind sehr happy, weil ich finde, es ist wirklich so ein Konzept, was so eine gute Mischung aus beidem ist. Die Pferde sind wirklich den ganzen Tag draußen. Die haben hier ihre Kumpels, sind mit Artgenossen zusammen, halt für die Sozialisierung und den ganzen Kram sozusagen, den die Pferde ja auch irgendwo brauchen, ist hier gesorgt. Und trotzdem haben sie dann abends einfach die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Und das finde ich wirklich ja, ideal, weil es einfach wirklich so eine Mischung aus allem ist. Natürlich, wenn es für die Pferde funktioniert, 24/7 draußen zu sein mit anderen, dann ist es natürlich auch top. Also überhaupt gar keine Frage. Wenn das Problem beim Diamiro nicht aufgekommen wäre, dass er sich nicht hinlegt zum Schlafen, dann wären wir wahrscheinlich auch gar nicht aus dem alten Stall ausgezogen. Aber da muss man wirklich jedes Pferd individuell betrachten und gucken, was für das Pferd dann in Frage kommt für eine Haltung. Weil nicht jede Haltung kommt für jedes Pferd in Frage. Da muss man sich einfach auch ein Stück weit durchprobieren. Deswegen war es ja jetzt hier für uns quasi auch ein Experiment. Aber es klappt, es funktioniert. Hoffe auch, dass es auf Dauer funktioniert. Da hinten kommt gerade auch der Diamiro. Da. Nee, andere Richtung. Gott, das ist spiegelverkehrt hier. Da. Genau, also ich hoffe, wie gesagt, dass es auch auf lange Sicht hier gut funktioniert. Aber ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich und sehr positiv, dass er sich hier wohlfühlt und dass er auch auf Dauer hier sich wohlfühlt und dass er hier hoffentlich auch alt werden kann jetzt, weil ich eigentlich nicht noch 500 Mal mit ihm umziehen möchte und hoffe einfach, dass wir jetzt hier so seinen Platz auf Lebenszeit gefunden haben. Aber irgendwie bin ich eigentlich ganz positiv gestimmt, dass es so ist. Bislang stehen ja alle Zeichen da wirklich ganz gut und er hat sich jetzt wirklich gut eingelebt. Er hat seinen Kumpel da, mit dem er wirklich da aneinander klebt wie Magneten. Das ist so süß, die zwei. Wenn ihr meine Stories aufmerksam verfolgt, dann habt ihr das ja mit Sicherheit auch schon gesehen. Die laufen echt so identisch da gerade schon wieder rum, die zwei. Das ist so süß. Ich muss mal die Kamera... Guckt sie euch an. Da laufen die zwei. Echt wie so... Die sind wie aneinander geklebt. Die machen alles zusammen. Also die stehen zusammen an der Heuraufe und fressen, die stehen hier zusammen im Stall und chillen, also die sind echt so... ich finde das aber auch so toll, dass der Diamiro da quasi wieder einen Kumpel, einen festen Kumpel in Anführungszeichen gefunden hat. Und der Dantino, der ist wohl, also das habe ich mir sagen lassen, dass er halt vorher sehr neutral war, sich eher so aus allem rausgehalten hat, nie so einen Bezugskumpel hatte. Und deswegen hatte die Stallbesitzerin schon gesagt, sie freut sich total für ihn, dass er jetzt auch mal irgendwie einen hat, den er richtig gut findet und an den er sich so ein bisschen dran geheftet hat. Aber die zwei sind echt süß zusammen. Stehen echt immer zusammen. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, genug geredet. Das war ein kleiner Einblick in den Stall und das Konzept hier, was hier so verfolgt wird. Ich würde sagen, es ist jetzt genug geredet. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin bleibt alle gesund und habt eine schöne Zeit. Tschüssi!